Am 14. Juli kam es in Ferdinandshof zum Vorbereitungsspiel auf die neue Saison zwischen Torgelow und Demmin. Hier der Neuzugang aus Anklam zu sehen, Matthias Martens, und im Tor ebenfalls ein Neuzugang aus Neustrelitz, Thoralf Dreher. Martens kam aufgrund der besser sportlichen Perspektiven nach Torgelow, Dreher wechselte aus privaten Gründen. Ja, dieses Vorbereitungsspiel fand in Ferdinandshof statt, da das Spartakusstadion in Torgelow noch nicht spielfähig ist. Und das war der Anpfiff zur ersten Halbzeit. Demmin, ein Aufsteiger in der letzten Saison zur Landesliga Ost. Diese Mannschaft belegte in der abgelaufenen Saison dort den dritten Platz und sorgte für manche Überraschungen. Beck spielt steil auf Allard, aber zu ungenau. Gude am Ball. Beck wiederum auf Gude. Aber Flanke zu schwach und zu ungenau. Weiterhin neu in der ersten Mannschaft in dieser neuen Saison 5 A-Jugendspieler aus dem eigenen Nachwuchs, die ja wie bekannt den Landesmeistertitel Mecklenburg-Vorpommern in ihrer Altersklasse holten und sensationell den Aufstieg in die Regionalliga Nordost schafften. Demmin in der Anfangsphase sehr stark. Torgelow mit leichten Feldvorteilen, aber alles noch nichts hundertprozentiges. Hier die Demminer Gäste im Angriff. Aber zu ungenaues Anspiel. Ja, man sieht, die Zweikämpfe wurden doch sehr hart geführt, beziehungsweise ehrgeizig. Jeder wollte doch beweisen, dass er schon gut in Form ist, beziehungsweise sich empfehlen für einen Stammplatz für die neue Saison. Gude, aber Torwart fängt gut ab. Passo mit einem Kopfballversuch, aber nicht richtig erwischt den Ball. Hier gerade noch gesehen eine weitere gute Möglichkeit auf der Miner Seite und die Gäste hatten sogar bessere Chancen zur Führung als der Gastgeber. Beck. Aber man sieht, es ist noch viel Arbeit zu verrichten, bevor die neue Saison Mitte August beginnt. Konnte wiederum der Demmin Torwart zur Ecke klären.
Jetzt aber eine weitere Ecke für die Gästen, für die Gäste aus dem Main. Aber vom Libero, der Torgelor, wurde diese Situation gut geklärt. Alert versucht sich durchzusetzen auf der rechten Seite. Gude. Doch alles noch zu ungenau und auch dieser Schuss weit übers Gehäuse. Ja, wiederum geklärt zur Ecke. Jetzt entwickelte sich ein sehr offensiv geführtes Spiel von beiden Mannschaften. Beck, Gude, Passo. Wiederum Eckball. Wie zu sehen ist, konnte immer ein der Mainer Abwehrspieler die Situation im eigenen Strafraum bereinigen. Martens spielte an diesem Tag ein gutes Spiel und man merkte ihm an, dass er viel vorhat, um mit der Mannschaft Erfolg zu haben. In der kommenden Saison kann nur das Ziel oberes Tabellendrittel heißen, da doch die Mannschaften aus Neubrandenburg, Neustrelitz und Wismar mehr finanzielle Möglichkeiten und Spielerpotenzial haben. Doch man will auch den ein oder anderen Favoriten etwas ärgern. Ja, die erste Halbzeit sah im Angriffsfußball der Torgelor erschreckend schlecht aus. Zwar war man Feld und Ball überlegend, aber man konnte daraus kein Kapital schlagen. Passo mit einer schönen Flanke, aber kein Mitspieler konnte diesen Ball verwerten. Hier schön durchgesetzt. Schöner Steilpass. Und wie schon sich angekündigt hat, das 1:0 in der 30. Minute für Demin durch Scholz. Wiederum die Deminer im Angriff. Aber sehr gut gehalten von Torwart Dreher, der auch schon in der Amateuroberliga für Neustrelitz spielte und über einen großen Erfahrungsschatz verfügt. Eckball, aber zu schwach geschossen. Freistehend auf Gude, aber der
vergibt. Die Terminer jetzt mit der Führung im Rücken noch motivierter und die spielten weiter mutig nach vorne. Freistoß, der Min. Aber verzogen. Gute mit einer Schussmöglichkeit, aber abgeblockt. Martens setzt sich durch. Pass auf Passo. Doch wiederum konnten die Terminer diese Situation bereinigen. Passo. Wiederum Passo. Schussversuch und ein Torglor rutscht am vorbeirollenden Ball vorbei. Hier Martens aus näherer Position zu sehen. Der quirlige Gerke, doch leider nur ein Schüsschen kam heraus. Torglor nun gewillt, noch vor der Halbzeitpause den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch man kann es schon vorwegnehmen, dies sollte nicht mehr gelingen. Schön gemacht von Gude, aber der Ball kullert am Langpfosten vorbei. Wie man schon gesehen hat, es gab noch vieles zu verbessern, beziehungsweise wo im Training noch dran gearbeitet werden muss. Besonders das Passspiel und das Abwehrverhalten waren in der ersten Halbzeit in dieser Partie noch nicht befriedigend. Gute noch einmal, aber wiederum Ecke, die aber, wie eben gesehen, nichts einbrachte. Man darf also auf die zweite Halbzeit hoffen.